Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase-linux-gaming.de. Ich bin Merian und zeige euch heute RVGL, wie der Deutsche sagen würde, oder RVGL oder wie auch immer. Auf jeden Fall eine freie Engine für das RC-Auto-Renn-Simulations-Fun-Game von 1999, Revolt. Dem einen oder anderen mag es bekannt sein. Falls nicht, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich danach zu informieren, quasi. Aber da braucht ihr jetzt nicht irgendwelche Suchmaschinen für anstoßen oder so. Nein, das könnt ihr quasi jetzt hier direkt in diesem Video machen, denn ich zeige euch jetzt RVGL bzw. Revolt, indem ich jetzt auf Enter drücke. Und ich meine, ich habe den Controller auch schon konfiguriert. Mein guter alter Xbox-Controller irgendwo mal abgestaubt. So, oder auch nicht. Okay. Dann... Ah, nee, das war so ein bisschen komisch mit den Tasten, ne? Ah, ja, okay. Es geht doch. Man muss nur wissen, wie. Ja, wie gesagt, ist ein Revolt-Klon. Da gibt es jetzt auch nicht viel zu erzählen. Kleine Sache vorab, die ich euch ins Herz legen wollte, wenn ihr das spielen wollt. Am Anfang startet man das Ganze auf Englisch. Über Optionen, Spieleinstellungen könnt ihr so ein paar Sachen umstellen. Hier, da seht ihr zufällige Autos, Anzahl der Runden, bla und blub. Ich habe jetzt hier auf KMH umgestellt und auf Deutsch, wie ich das gehört. Ist aber natürlich kein Muss. Und ja, darüber hinaus, wenn ihr eben einen Controller habt, dann solltet ihr unter Controller das Ganze ein bisschen anpassen. Ne? Also ihr seht hier Joystick 1 und so weiter und so fort. Gut, aber jetzt wollt ihr natürlich wissen, was das ist und was es damit auf sich hat. Und den Gefallen möchte ich euch tun und deswegen sage ich jetzt Rennen starten. Wir sagen jetzt einfach mal ein Einzelrennen, während wir der etwas interessanteren Musik lauschen. Wir machen zum krassen Vergleich zwei Rennen, einmal Junior RC und danach Simulation, damit ihr mal einen Unterschied seht. Merian heißt ich immer noch. Wen nehmen wir denn mal? Also es gibt verschiedene Fahrzeuge, ne, mit Daten wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Gewicht und der Art des Antriebs. Ich glaube, ich nehme mal... Ich nehme den Dr. Grutsche, auch wenn ich mit dem eigentlich nicht fahren kann, weil er sich schlecht lenken lässt. Und wir fahren nicht im Supermarkt, sondern die schönste Standardstrecke, die es da gibt. Toys in the Hood 1. Einzelrennen, 7 CPU-Gegner auf 747 Metern mal 3. Und ich bin Dr. Grutsch und bisher habe ich das Ding noch nicht gewonnen. Ich habe ja auch noch nicht viel gespielt. Diese Aufnahme findet im Übrigen nicht auf dem Tuxedo statt. Nicht, dass ihr euch irgendwie über irgendwas wundert. Damit kann ich euch auch direkt zeigen, dass das Spiel in dem Sinne nicht so wirklich hohe Ansprüche hat. Läuft also auf meinem alten Fat-Client mit der verbauten AMD-Grafikkarte RX460. Und genau, ich habe den Framerate-Counter unten eingeblendet, neben dem Pfeil unten links. Seht ihr das? Wahnsinnige 37 Frames per Second. Leck mich am Arsch. Da geht ja echt viel. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Ego-Perspektive, das Ganze kann man ändern, wenn ich die richtige Taste finde. Das war die Rückkamera, das ist die... Super! Bestes Tool. Das war zurücksetzen, das sollte ich nicht nochmal drücken. Und da ist die Kamera. Hm, toll, und ich bin gebombt worden. Vielen Dank. Dafür kriegt ihr das. Also man hat auch in schönster, feinster... Ich mache einfach mal einen Vergleich. In schönster, feinster Mario Kart-Manier so ein paar Specials am Start, die einem dem einen oder anderen Vorteil verschaffen können in so einem Rennen. Die Specials sind optional, also müssen nicht sein. Kann man ausschalten im Optionsmenü, da wo wir eben waren. Aber sind wir mal ehrlich, mit Specials macht es natürlich deutlich mehr Spaß. Das nur mal so am Rande. Wo war jetzt die Rückkamera? Da. Bam, Alter. Das war jetzt quasi so die Bananenschale, um mal den Vergleich weiterzuziehen. So, du bist geblitzdings. Hier wird nicht überholt. Wenn hier einer die Front räumt, dann bin ich das. Das Spiel hat eine ganz aggressive Tendenz. Ich sag's gleich vorab. In den Anfängerleveln wirkt das alles ein bisschen einfach. Also ein bisschen sehr, sehr, sehr langsam. Ich meine, ihr seht hier, ich cruise hier mit wahnsinnigen 30 km/h herum, die jetzt auch nicht so atemberaubend sind. Dafür ist es ja auch der Anfängermodus. Wie gesagt, wir machen gleich nochmal einen Vergleich zum harten Simulationsmodus. Aber was dieses Spiel kann, ist... Alle sind gleich, sag ich mal, in diesem Game. Das soll heißen, so wie ihr selbst ein Power-Up einsammeln könnt, so kann auch der Gegner ein Power-Up einsammeln. Und so wie ihr selbst quasi den Gegner kurz vor der Ziellinie in der letzten Runde wegschießen kann, so kann auch der Gegner euch
kurz vorm Ziel in der letzten Runde nochmal wegballern. Und dann kann es sein, dass die gefahrenen drei Runden halt mal eben gepflegt für die Cuts sind. Das kann sehr ärgerlich sein. Muss es aber nicht. Das nur als kleine Vorwarnung. Also das Spiel hat ein gewisses Reizpotenzial. Eben darum, weil es eben... Ja... Eben, weil es eben keine Specialized Features irgendwie gibt. Also, man kennt das ja vielleicht von dem einen oder anderen Racing-Game, gerade von Funracern, wo dann, wenn man ganz hinten ist, dann werden alle anderen langsamer, weil man will einem ja eine Chance lassen. Und wenn man ganz vorne ist, dann werden alle anderen schneller und auch schwieriger. Das gibt es. Ich glaube, gerade so, ich ziehe jetzt einfach nochmal den Vergleich, gerade so in dem ersten Teil von Mario Kart auf dem Super Nintendo war das definitiv so, aus Erfahrung. Also wenn man sich ganz hinten eingereiht hat, dann hat halt der Erste, der Runden-Erste eine Zeit gefahren, die total katastrophal war. Und wenn man als Erster vorne weggebraust ist, dann hat der Runden-Zweite einem um wenigste Hundertstel im Nacken gehalten und dazwischen waren irgendwie dann eine Minute oder so. Verdammt. Und das ist hier eben nicht der Fall. Das heißt, wenn die einmal vorne weggezogen sind, wenn unten einmal der Abstandmeter auf, verdammt, auf ein paar Hundert angestoßen ist, dann ist da auch Schicht im Schacht. Also dann... Könnt ihr das Rennen eigentlich direkt neu starten, wenn das in der zweiten Runde passiert, in der zweiten von dreien. Weil so krass werdet ihr nicht mehr aufholen können. Aber sind wir mal ehrlich, das macht auch so ein bisschen den Reiz des Spiels aus. Wie gesagt, jetzt Runde 3, ich bin im Moment Zweiter. Und jedes vom Gegner eingesetzte Power-Up kann das sofort wieder korrigieren. Ja, danke. Mal gucken, vielleicht haben wir noch, kriegen wir noch irgendwas Cooles auf das Ziel geraten. Wasserbomben sind jetzt nicht so der heiße Shit. Jawohl, das war's. Wenn jetzt keiner, wenn jetzt nicht noch was von hinten kommt, dann... Ach, komm. Ich will Erster werden. Okay, das war knapp. Böses, aggressives Power-Up hätte mich fast noch aus der Bahn geschmissen. Also, wie ihr seht, ich habe auf dem einfachsten Level mit Mühe und Not, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich furchtbar schlecht gefahren bin, mit Mühe und Not gewonnen, sage ich jetzt mal so. Und das liegt auch eigentlich nur daran, dass ich mich mit dem Power und mit dieser Batterie den Berg da hoch erklimmen konnte, wohingegen die anderen da hinten die Kurve fahren mussten. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf Beenden und machen das Ganze nochmal, die gleiche Strecke, wirklich für den Direktvergleich mit dem gleichen Fahrzeug, aber eben nicht auf Junior RC, sondern wirklich auf Simulation, sprich auf schwer. Ich heiße immer noch so, ich nehme immer noch Dr. Krutke. Mir egal, dass das Grudge heißt. Mir heißt der Mann Grutke. So, und alles wie eben, nur eben böse diesmal. Auffällig dürfte werden die etwas höhere Geschwindigkeit, die man jetzt hat, aber wirklich nur etwas. Auch auffällig ist das viel krassere Lenkverhalten. Also jetzt ist wirklich, als wenn man so ein Ding auf der Straße steuert. Ich weiß nicht, wer von euch früher mal eins gehabt hat, so eine CK. Aber da war ja auch, wenn man da irgendwie in eine Richtung eingeschlagen hat, das war ja Volleinschlag. Da war ja keine Luft mehr dazwischen, ne? Ah ja, danke. Und von daher, also der Schwierigkeitsgrad an der Stelle wirklich deutlich, und ich kann es noch wiederholen, deutlich erhöht. Ja, die kannst du behalten. Ach, verdammt. Das dreht er sich auch so blöd vor mir. Dafür gehen die Runden ein bisschen schneller. Das hat auch was für sich. Boom. Was bisher noch nicht passiert ist, und ich hoffe, ich beschreie es jetzt nicht, ist natürlich die Tatsache, ist die Sache, dass ich irgendwie auf dem Dach lande oder so. Das kann auch passieren, da muss man sich zurücksetzen lassen. Entweder geht nur übers normale Umdrehen. Oh, Junge. Oder aber, man kann sich auch zurück auf die Strecke setzen lassen. Man versucht natürlich, sich einfach nur umdrehen zu lassen, weil auf die Strecke setzen kostet Zeit und Zeit kostet Platz. Und Platz in der letzten Runde ist mehr als frustrierend. Ja, aber es läuft ein bisschen besser als eben. Wie gesagt, die Steuerung ist ein Krampf. Ich habe übrigens das D-Pad aktiviert an einem Xbox-Controller für das alte Feeling von damals. Ich bin kein Freund von diesen Analog-Sticks. Ich weiß, in diversen Spielen sind die total super. Und die werden von Spielern, gerade von Konsolenspielern gefeiert ohne Ende. Aber ich kann mit den Dingern nichts anfangen. Ich habe mit dem Super Nintendo angefangen, da hatte ich nur das D-Pad. Und irgendwie will es auch nicht in meinen Kopf, da jetzt was anderes zu benutzen. Zumindest noch nicht. Da ich ja eh nicht so der Controller-Fan bin, ich schließe hier immer nur so für diese Retro-Sachen, für die Sachen, die ich... Boah, was soll das denn?
die ich teilweise ja quasi auf den Konsolen kennengelernt habe. Und hier ist das halt echt der Fall. Revolt habe ich das erste Mal gespielt, extrem verpixelt auf der PlayStation 1. Da war mir überhaupt nicht bewusst, dass es da eine Computerversion von geben könnte. Oh, 99, Alter, es reicht doch jetzt langsam. 99 würde ich jetzt auch mal in Frage stellen, ob ich da schon Computer hatte. Müsste ich jetzt, weiß nicht, 13 war ich da. Nee, ich glaube, da hatte ich noch keinen. Ich glaube, der kam mit 14. Oder 15. Konfirmationsgeld lässt grüßen. Willst du mich verarschen? Das war's gerade. Dritte Runde. Das Feld zieht sich auch unheimlich auseinander dieses Mal. So, Alter, und ich ziehe jetzt noch einen Tunnel ab. Jawohl, jetzt bist du geblitzdingst. Das heißt, du kannst mich mal. Aber ich wurde gerade ins Visier genommen. Nein! Ich wurde gebombt, aber das ist mir egal, denn ich bin wieder Erster. Also ihr seht, oder ihr habt vielleicht gesehen, ein völlig anderes Spiel, je nach Schwierigkeitsgrad. Ich kann in dem Sinne, wenn ihr generell dem Controller oder dem Rennspiel etwas abgeneigter seid, nur empfehlen, fangt erstmal klein an. Backt kleine Brötchen, weil es ist wirklich, es ist ein riesen Hickhack. Und die Frustrationsgrenze ist so unendlich groß, wenn man das irgendwie verkackt. Oder wenn dann, wie gesagt, der letzte Rundentod, immer sehr, sehr unangenehm. So. Was gibt's sonst noch zu? Ich gehe nochmal ins Hauptmenü, wir gucken uns nochmal das Hauptmenü an, was es sonst noch so zu tun gibt in diesem Spiel, denn das war lang nicht alles. Es gibt natürlich einen Meisterschaftsmodus, wo man auch nur bedingt viele Versuche für hat, um diese Meisterschaft zu bestehen. Da gibt's dann irgendwie hier, also auch wieder mit Schwierigkeitsgrad, klar, aber auch, gehen wir das gerade mal durch, hier verschiedene Pokale, die es zu gewinnen gilt. Mit jedem Pokal, den man gewinnt, schaltet man neue Strecken frei und neue Fahrzeuge frei, also es ist ein quasi, das nennt, heute nennt man das Achievements, aber früher musste man Inhalte freispielen und damals, und das macht man quasi über die verschiedenen Pokale hier an der Stelle, und ihr seht, ich kann nur einen auswählen, der Rest kommt dann eben später, mit neuen Fahrzeugen, mit schwierigeren Fahrzeugen, mit schwierigeren Strecken, mit Strecken, die umgekehrt gefahren werden und so weiter und so fort. Gehen wir nochmal zurück, denn das ist ja lange nicht alles, was dieses Spiel zu bieten hat, oder dieser Port, wie man das dann nennen möchte. Es gibt einen Multispieler, ich habe mich vertippt, es gibt einen Multispieler, also Mehrspielermodus, den gibt es scheinbar online, irgendwie, da oben steht, wird jetzt auf einmal eine IP, zwei IPs eingeblendet und ein Port, keine Ahnung. Also habe ich ehrlich gesagt so noch nicht gespielt, deswegen gehe ich jetzt auch ganz wieder, schnell wieder zurück. Ich habe nämlich Angst. Was ich aber schon gespielt habe, ist... Ne, Moment, ich will da raus. Ja. Ist im Multispieler den Splitscreen. Den habe ich gestern Abend erst getestet. Und der funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe getestet mit zwei Leuten, mit vier Leuten hatte ich keinen Controller mehr für übrig. Geht aber sicherlich aus, wenn man sich jetzt so überlegt, ich habe einen Twin-USB-Adapter für einen PlayStation-Controller plus Tastatur sind schon mal drei. Und irgendwie packt man nochmal einen Xbox-Controller dabei, dann kann man mit vier Leuten auf einem Monitor spielen. Wenn der Monitor groß genug ist, macht das sicherlich auch Spaß. Wie in der guten alten Zeit, Nintendo 64 lässt grüßen. Auch hier gehen wir nochmal raus und schauen nochmal, was es sonst so gibt. Das übliche Zeitrennen ist, glaube ich, relativ naheliegend, was es ist, man fährt quasi gegen sich selbst mit einem Geist auf der Fahrbahn, der das Ganze dann auch noch so quasi ein bisschen echter wirken lässt. So dieses durchsichtige Ding, was um einen rumschlurzt, quasi die eigene Bestzeit. Training, da schaut man sich einfach nur die Strecken an, die es so gibt, die verschiedenen. Und Stunt Arena, kann ich gerade mal zeigen, geht eigentlich auch recht schnell. Wir bleiben bei Dr. Grutke. Und da geht es darum, Sterne zu sammeln auf so einem Hindernisparcours. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Liegt aber auch einfach daran, dass ich es nicht kann. Also, das muss ich an der Stelle auch dazu sagen. Da fehlt mir wirklich jedes Talent, irgendwie jetzt hier alle möglichen Rampen hochzueiern, mit den richtigen Geschwindigkeiten und da irgendwie in die Sterne ranzukommen. Ich glaube, der Stern, das war auch der einzige, den ich letztes Mal auch hatte. Da kam ich schon nicht dran, weil ich zu langsam war und so weiter und so fort. Die Stunt-Arena eben. Was ich gerade merke und was auch zu berichten gibt, Controller Support ist in dem Port implementiert, das heißt, ich fahre gerade über unweges Gelände und mein Xbox-Controller ruckelt sich einen ab in meiner Hand. Das ist insofern interessant und schön, weil dieses auch funktioniert mit den PlayStation-Controllern, also mit diesem Twin-USB-PlayStation-Controller-Gedönse, wo normalerweise Rumble-Feature so gut wie nie funktioniert. Hier ist Stunt Arena, komm, das macht doch keinen Spaß hier, ist doch blöd, das ist kacke. Bist ja bescheuert bei, ne? Wie bist du da mal alle Sternchen gesammelt hast. Ebenfalls mindestens gewöhnungsbedürftig ist der
sehr, sehr retro anmutende und stark an die 90er erinnernde Techno-Soundtrack, der einem die ganze Zeit um die Ohren ballert. Es ist nicht so wie bei Need for Speed Hot Pursuit, also den guten Teil von 98 oder 97, wo man die Auswahl hat zwischen einem Rock- und einem Techno-Theme, sondern hier ist wirklich nur Utz, Utz, Utz auf den Ohren. Das heißt, wenn euch das, wenn ihr genau wisst, das ist überhaupt nicht eure Musik, beziehungsweise wenn ihr keine Lust habt auf die harten 90er, dann dürft ihr gerne in den Optionen die Musik einfach pauschal deaktivieren und, weiß ich nicht, im Hintergrund eure eigene Musik laufen lassen oder gänzlich ohne Musik spielen. Vielleicht ein nettes Hörspiel im Hintergrund oder die Nachrichten laufen lassen. Irgendwas, was euch gerade in dem Moment anficht. So. Dann würde ich auch einfach sagen, war es das eigentlich schon? Wir gehen nochmal zurück ins Hauptmenü, weil das Hauptmenü so unglaublich schön ist und weil das eine der wenigen Tracks ist, die mir immer noch damals wie heute gut gefallen. Was gibt es dazu zu sagen? Also um RVGL oder RVGL spielen zu können, braucht ihr die Originaldateien von Revolt. Die gibt es also auf der RVGL-Seite, die sicherlich unter diesem Video und auch auf folase-linusgaming.de verlinkt ist, findet ihr einen Link zu einer Seite, die sich um das Thema Revolt dreht. Und was soll ich sagen, auf dieser Seite existiert ein Download-Link zu den Spieldateien, da Revolt im Moment nicht käuflich zu erwerben ist. Also sogenannte Abandonware, und das ist ja dann irgendwie auch dann richterliche bzw. rechtliche Grauzone. Genau verstanden habe ich das Prinzip ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Tatsache ist, ist nicht mein Problem, weil die bieten es zum Download an. Ich sag nur, hey, da gibt es das. Ich denke mal, das ist nicht großartig illegal. Falls doch, dürfte ich mittlerweile die Sirenenvorfahren sehen. Nein, da ist nichts, alles ruhig draußen. Okay. Und mit diesen Dateien, jetzt geht irgendeine Demo los, ich werde wahnsinnig. Mit diesen Dateien könnt ihr dann eben dieses schöne Spielchen auf eurem aktuellen PC, selbst unter tendenziell schwächerer Hardware, wie ich bewiesen haben dürfte, ich meine, ich habe sogar noch genug Rechenpower, um nebenher eine Aufnahme machen zu können, spielen. Ich habe es auch schon auf einem Netbook, auf einem 5, 6 Jahre alten Netbook mit Intel-Chipsatz laufen lassen, da lief es auch mit lockeren 30, 40 FPS. Ich glaube, das waren weniger, aber es reichte zum Spielen. Auf jeden Fall, es geht, Leute, es geht. Und es macht unheimlich viel Spaß. Hat aber, wie erwähnt, auch ein hohes Frustpotenzial. Ich sage erstmal Tschüss. Hat mir Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Bis zum allernächsten Mal. Macht das gut, haut rein und Tschüssikowski. Wenn euch noch was einfällt, beziehungsweise wenn ihr noch weitere Informationen zum Spiel haben wollt, die findet ihr, wie eben schon erwähnt, auf folase-linuxgaming.de. Und viel mehr möchte mir an der Stelle nicht einfallen. Macht das gut, haut rein und Tschüss. Man spielt, schreibt, spricht und sieht sich. Oh,